Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Long Dark. Ja, wir sind in unserem Zuhause angekommen. Wir haben leider noch keine Waffe bis jetzt, aber wir haben super Klamotten gefunden und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier Schönes haben. Dass wir erstmal die besten Klamotten raussuchen und anziehen. Vielleicht können wir auch das ein oder andere Stück kaputt machen und ein anderes anziehen oder reparieren. Nee, wir gucken jetzt nochmal hier. Wir haben zwei von den T-Shirts. Ich glaube, ein T-Shirt könnten wir davon schon mal zerlegen. Das gibt ein bisschen Stoff, vielleicht um etwas anderes reparieren zu können. So haben wir das. Wir haben so viele Schuhe. Müssen wir erstmal gucken, die Thermoschuhe. Ich denke, das sind die besten, die wir haben. Wir werden diese Schuhe, getragene Wanderstiefel, wir haben nochmal Wanderstiefel, wir werden die auch zerlegen. Zerlegen wir. Dann sind wir hungrig und durstig. Haben wir noch ein bisschen was da? Ja, haben wir. Wir trinken das hier. Sieht das Ganze schon wieder ein bisschen besser aus. Können wir auch noch essen. Und dieses hier noch trinken. So, dann sind wir erstmal wieder fit. Müssen aber weiter gucken. Das wird hier nicht lange reichen, was wir hier haben. Also allzu viel können wir hier jetzt nicht machen. Schublade. Wir gucken mal. Den lassen wir erstmal noch hier. Die haben wir an. Wir haben jetzt so ein bisschen davon getragene. Das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken, welche davon besser ist. Wir haben eine Cargohose. Kleidung. Einfach mal so. Geht schneller. Wir haben das T-Shirt. Wir haben diese Stiefel. Die finde ich ziemlich cool. Was haben wir denn hier? Getragene Sportweste, neue Daunenweste. Wir legen die auch mal zurück. Und diese Schuhe legen wir auch erstmal rein. Und wir tragen auf jeden Fall getragene Thermostiefel. Das klingt sehr, sehr gut. Da müssen wir mal gucken. Getragene Vlies, Fäustlinge, so. Das haben wir erstmal zurück. Dass wir genauer gucken, aber erstmal, dass wir jetzt ein bisschen was noch anziehen können hier. Außen, die Schuhe. Können wir jetzt die reparieren? Reparieren geht nicht. Nee, ach, wir haben noch gar kein Nähzeug. Shit. Und wir haben auch noch keins gefunden. Wir brauchen erst noch den. Wir brauchen ja, klar, wir brauchen erst Nähzeug, um das machen zu können. Dann müssen wir erst die anderen Schuhe nochmal nehmen und gucken, dass wir ein Nähset finden hier. Dann nehmen wir diese Schuhe, ziehen die erstmal an. So, dann gehen wir los und gucken, dass wir Nähzeug finden. So, hier Schuhe anziehen. Die sind ja auch noch ganz okay. So, was haben wir? Hier haben wir nichts. In neue Daunenweste, die ziehen wir auf jeden Fall auch an. Accessoires, da würde ich gerne mal wissen, was das ist. Wir haben ein paar Socken. Wir haben, ja, das müssen wir auch alles reparieren. Wir haben hier noch. Gut, dann sind wir wenigstens ein bisschen noch mehr angezogener als vorher. So, wie sieht's aus? Wir haben auch noch nicht viel.
Wir sind ein bisschen müde. Tageslicht, es ist gerade schlechtes Wetter draußen. Ein klein bisschen müde. Wir schlafen eine Stunde. Eine Stunde schlafen. Und was sagt das Wetter? Überlebenszeit, 20 Stunden. Wir haben fast einen Tag geschafft. Das ist ja noch nicht so viel. Schläfrig sind wir nicht. Tageslicht, wir gucken mal, wie es draußen aussieht. Wir müssen weiter. Wir müssen noch ein bisschen was finden. Wie sieht's aus mit Gewicht? Schleppen wir irgendwas mit uns noch rum, was wir hier noch ablegen können? So, Holz oder so. Ja, wir haben noch. Die legen wir noch eben hier ab. Die beiden. Und hier nicht. Das ist gut so. Bisschen Essen. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Ja gut, wir haben das Leder jetzt dabei, ist aber nicht schlecht. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Und wir gucken einfach mal, wie es draußen aussieht. Lagerbüro verlassen wir. Oha. Es ist neblig. Verdammt neblig. Schaffen wir es zu der Hütte des Pelzjägers? Das wäre jetzt so meine nächste Anlaufstelle. Wir versuchen es, wir sind mutig. Wir haben nur eine Fackel, aber wir kennen den Weg. So ungefähr. Da sind die Bahnschienen. Wäre gut, wenn wir hier so ein bisschen weiterkommen würden. Und ja, wir brauchen unbedingt, wir suchen jetzt hier nicht nach Leichen. Also die untersuchen wir jetzt gerade nicht, weil da liegt nämlich gleich eine, genau. Wir versuchen auf dem direkten Wege zu der Hütte des Pelzjägers zu kommen. Da haben wir eine Chance, eine Waffe zu finden. Vielleicht sogar ein Messer. Das wäre super cool. Wir mit unserer Fackel hier können wir nicht viel ausrichten, ne? Da. Ich hoffe nur, wir laufen nicht falsch, weil das wäre jetzt fatal. Heile ankommen. Spannung steigt. Hoffentlich noch kein Wolf irgendwo. Das wäre nicht gut. Sprinten können wir nämlich nicht mehr. Wir sind so kaputt. Ich hoffe, dass das Wetter sich ein bisschen verbessert.
sind auf jeden Fall richtig. Das ist ja schon mal beruhigend. Haben wir es gleich geschafft. Ja, Mädel, du musst auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, ne? So mit Sprinten. Ist nicht so. Ja, sie ist schon müde. Aber wir haben es gleich geschafft. Mal hier mal gucken. Haben wir auch noch eine Leiche. Hoffentlich vielleicht ein Messer. Das wäre jetzt schon mal was. Na, wir finden ein Beil. Okay. Ein neues Buch. Das ist toll. Diese Bücher finde ich klasse. Nein, nicht anzünden. Untersuchen. Streichhölzer kann man auch gebrauchen. Ein Beil. Ja, das können wir gut gebrauchen, auf jeden Fall. Aber ein Messer wäre schöner gewesen. Aber wir wollen ja uns hier nicht beschweren, ne? Jetzt kann man es leider nicht sehen. Aber wir sind fast an der Hütte. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Bär und wir laufen direkt drauf zu. Das wäre schlecht. So. Nichts gesehen, trotzdem den Weg gefunden. Das ist auch gut. Hier haben wir so ein Reh. Noch einen Holz. Ja. Können wir hier reingucken. Ist aber auch nichts. Komm, ab in die Hütte. Und Daumen drücken, dass wir hier eine Waffe finden können. Eine Waffe wäre jetzt super. Ein Messer dazu wäre mega genial. Und ja. Das würde uns die ganze Geschichte hier sehr, sehr erleichtern, ne? Ich wüsste jetzt gar nicht, müsste man sonst gucken, wo man das sonst finden kann. Ach so, in der Schade, dass man jetzt gar nichts, man sieht gar nichts. Es ist so neblig. Geh mal rein. Oh, wir haben es geschafft. Hütte des Pelzjägers. Und wir haben noch mehr geschafft, Leute. Juhu. Da hängt sie. Das ist super. Wir haben eine Waffe. Wir haben eine Waffe gefunden. Wir haben nochmal einen Dosenöffner. Das ist wirklich schön. Was haben wir hier? Verbandzeug, ich hoffe, wir brauchen es nicht allzu oft, aber man braucht es auf jeden Fall. Noch was zu essen. Ein-Mann-Packung, diese komischen. Ja, ich weiß gar nicht, Militär oder was ist das, ne? So Militärrationen. Ein Schokoriegel. Nee. Wir wollen zurück. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier das Buch. Ja. Zeitung ist immer gut. Zeitung braucht man immer. Ja, wir haben ja auch noch keine, ne? Verband. Zünderbündel haben wir schon mal was da. Was haben wir da noch? Oh, noch eine Patrone. Na, dann ist ja alles gerettet. Der ist offen, das ist super. Metallschrott. Können wir auch irgendwo für gebrauchen, auf jeden Fall. Braucht man immer. Wir brauchen hier immer alles. Wir haben die Schlinge, das ist schön. Die versuchen wir dann gleich aufzustellen, dass wir Ich glaube, das sind dann Hasen, können wir damit jagen, ne?
Das sind Häschen. Da haben wir noch einen Tee. Das ist super. Was haben wir hier noch drin? Na, der ist aber sehr voll gewesen. Schublade ist leer. Die nehmen wir dann. Wir haben ein Nähset. This stuff will come in handy. Ja, das ist super gut. Wir können unsere Kleider jetzt auch nähen. Ein Gewehrputzset. Das brauchen wir sicherlich auch. Hundefutter, naja, aber in der Not, ne? Ja, ein Müsli. Looks like this has been here a while. Trockenfleisch. Das sieht eigentlich, ich weiß nicht, ob man das eigentlich so in echt auch so super lecker finden würde, aber ne? In der Not frisst der Teufel, ne? Was haben wir hier? Ja, das ist gut. Also diese Fackeln, die sind schon nicht schlecht. This will Ja, come in auf jeden handy. Fall auch. Abgenutztes Sweatshirt. Das ist super. Also klamottentechnisch sind wir schon gar nicht mal schlecht dran. Wir haben noch eine Laterne hier. Das ist auch gut. So, dann wollen wir mal gucken. Wie sehen wir denn aus im Moment? Wir sind sehr, sehr müde. Wir haben wieder Durst. Und wir sind hungrig. So, dann wollen wir mal gucken, was wir haben. Noch. Wir haben auf jeden Fall von allem noch was. Das ist sehr schön. Wir trinken erstmal was. Dann haben wir das schon mal, das Problem nicht. Ich hoffe, wir werden hier nicht von irgendwas krank. Wir essen erstmal den Müsli-Riegel. Alles, was nicht mehr so viel Haltbarkeit hat, machen wir als erstes. Energieriegel, den essen wir auch noch. So, das sieht gut aus. Und jetzt sind wir nur noch müde. Wir haben 3 Stunden Tageslicht über. Sind aber schon verdammt müde, glaube ich. Wir werden diesen Stuhl, den werden wir noch auseinandernehmen, damit wir noch ein bisschen Stoff bekommen. Ja, das ist nicht schlimm, weil hier wollen wir definitiv nicht bleiben. Und ich möchte gerne unsere Wohnung nicht kaputt machen. Also in dem Büro da irgendwas auseinandernehmen, das fände ich nicht so schön. So, jetzt wird es auch noch schlechtes Wetter draußen. Also nach draußen gehen brauchen wir definitiv nicht. Wir werden jetzt schlafen. Wir gehen jetzt schlafen. Wir schlafen 5 Stunden erstmal. Ausgelaugt, ja. Wir sind durstig, bisschen Hunger. Ja, sie schmatzt schon. Sie hat Durst. Komm, trinken ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ist es gut, ratsam, das so zu essen? Zähes Hundefutter, Dose Hundefutter, riecht übel, aber zu essen ist besser als zu hungern, vermutlich. 500 Kalorien. Wir könnten es ja so machen, dass wir ein kleines Feuerchen machen, ne? Vielleicht vertragen wir das Ganze dann ein bisschen besser. Wir haben doch einen Brandbeschleuniger, ja. Wir haben Holz. Wir versuchen es, Erfolgschance 80%. Wir machen ein Feuer. Verdammt, ja. Das war nicht gut. Machen wir nochmal. Super. Legen wir da ein bisschen zu. Dann ist es uns auch nicht ganz so kalt. So. Und dann machen wir die Kräutertee nicht. Können wir die Dose Hundefutter nicht warm machen? Ich
dachte, wir könnten das machen. Das ist ja schade, ne? Na, dann nicht. Dann nutzen wir das erstmal zum Schmelzen von Schnee. Das, was wir wenigstens ein bisschen ausgenutzt haben, so. Achso, wir haben noch die Reinigungstabletten. Ja, aber wir haben jetzt die Zeit, ne? Wir machen es so. Die Tabletten können wir immer noch nutzen. Schade, dass wir diese Dose da nicht warm machen konnten. Das verstehe ich eigentlich irgendwie nicht. Also, geht nicht. Essen wir sie jetzt so. Weg ist, Gott sei Dank. Essen wir noch das hier. Trinken noch mal einen Schluck. Dann sind wir wirklich gut dran. So, schließen. Wie sieht's aus? Dunkelheit. Ja, wir können noch ein bisschen schlafen. Das tun wir jetzt auch. Schlafen 4 Stunden. Dann gucken wir mal. So, wir sind wieder wach, Leute. Wir haben es geschafft, durch den Nebel zu wandern. Wir werden jetzt hier eine kurze Pause machen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Okay, und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.